Ich finde es total toll, dieses Festival, das ist ja eigentlich ein Filmfestival. Hab gestern den Film auch schon gesehen, der war total beeindruckend. Was ich besonders schön finde, ist, dass es nicht immer nur in einer Stadt ist, sondern in mehreren Städten. Das heißt, es ist ein Thema, was scheinbar mehrere Leute auch in anderen Städten beschäftigt. Und da einfach ein Netzwerk aufzubauen und immer wieder an anderen Stellen zu sein und da immer wieder tolle Leute und Menschen kennenzulernen, das finde ich toll an Reflektor. Man nimmt halt viel mit und es ist schön, man fühlt sich nicht so allein mit seinen Weltverbesserungsideen. Ja. Wir speziell sind beim Reflektor Film Festival, weil wir hier den Artivist Award verleihen. Dieser Artivist Award, den finden wir besonders gut, weil er an Menschen verliehen wird oder an Künstler, die sich ökologisch und sozial engagieren. Ich habe ganz viele tolle Filme gesehen. Ich muss sagen, manchmal ist man positiv motiviert, manchmal ist man auch ein bisschen geschockt. Ja? Also es hat beides und das finde ich gerade eine spannende und tolle Kombination, weil ich glaube, die Menschen müssen wachgerüttelt werden. Da ist vielleicht manchmal ein heilsamer Schock gut und dann sollen sie natürlich aber nicht in der Schockstarre verharren, sondern sich engagieren und sehen, dass es notwendig ist, was zu tun. Und dafür gibt es wieder ganz motivierende und mitreißende Filme. Und diese Kombination ist toll. Die großartige Möglichkeit ist, mehr auch mainstreamfähig Menschen zu erreichen, die eher über das Medium des Films beispielsweise mal außerhalb sozusagen der eigenen Komfortzone vielleicht schauen, was gibt es denn da noch? Nochmal irgendwie eine, sag ich mal, eine Bewusstwerdung, dass das verstärkter stattfindet oder ein Reflektieren über Sachen, dass das über Filme nochmal ganz anders transportiert werden kann. Das ist ja bei Filmfestivals, es gibt ja Tausende inzwischen, die alle sich irgendwie verschieden fokussieren, aber eins, das ganz konkret darauf guckt, was hat eigentlich Film für einen Einfluss auf die Welt, das kennen wir jetzt so noch nicht. Also es gibt in Wiesbaden erstaunlich viele schon so Anstöße, aber die werden hier heute so ein bisschen gebündelt, habe ich das Gefühl. Da gibt es nicht nur das Viva Con Agua-Netzwerk oder das Reflektor-Netzwerk oder sonst was, sondern dass sozusagen das gesamte Denken, dass das wir alle für dieselbe Sache sozusagen einstehen und ihre Freizeit ja aufgeben, dass das eine stärkere Macht darstellt, die dann auch wirksam sein kann, eben in puncto Bildung oder in puncto Strahlkraft der Idee an sich. Die Welt verändert sich immer. Das tut sie mit und ohne Reflektor. Aber was das Festival macht, ist, sie macht es fantasievoller. Sie macht die Veränderung, wie sie die Welt verändert, freudiger, zusammengehöriger. Sie gibt tatsächlich einen Blickwinkel rein, was noch möglich ist. Das tut's. Es ist toll, die Menschen kennenzulernen, sich in Gespräche einzulassen, die viel Inspiration von überall, von allen Menschen, die irgendwie alle irgendwie in einem Teil ihres Lebens da aktiv sind und ihren Teil beitragen, eine bessere Welt zu schaffen in irgendeiner Weise. Und es ist einfach super. Es waren drei wundervolle Tage, es waren total viele interessierte Menschen. Freitag war ausverkauft einfach. Es war unglaublich voll und es sind wunderschöne Begegnungen entstanden, alle drei Tage. Bei den Workshops im Heimathafen, die Menschen haben sich vernetzt, sie haben sich weiter informiert. Und ich glaube, es ist also, das ist so die Hoffnung immer, aber ich glaube, es ist auch tatsächlich so, dass viel Neues entstanden ist daraus. Das fängt eben, wie wir ja auch gesehen haben, irgendwie klein an. Und wenn viele Menschen viel machen, wird es groß. Und wenn viele Menschen viel über Nachhaltigkeit nachdenken dann, und so handeln dann auch, dann wird die Welt besser. Ja, ich denke, man braucht erstmal die Inspiration und hoffentlich viele Leute sind dann auch motiviert, was zu tun. Aber das denke ich schon.